Ja, hallo und willkommen in Osada. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wir sind in der Folge Nummer 3 unseres neuen Projektes Osada. Ja, wir sind ja noch dabei, das Grasfeld abzuarbeiten. Hier machen wir jetzt die Schwart. Wir haben das Ganze jetzt das Gras gemäht und gewendet zu Heu. Und hier tut unser kleiner Traktor jetzt eine Schwart für uns erstellen, damit wir dann anschließend hier mit unserem Johnny loslegen können. So, der Ladewagen ist angehängt. Yep. Dann werden wir den Motor starten und beginnen, das Heu einzusammeln für unsere Kühe. So, Straße ist frei. Und hier rechts sieht man ja unseren Fahrzeughändler. Ups, immer ein bisschen die Augen auf die Straße. Nicht ganz ohne Grund habe ich hier den Platz ausgewählt, denn am Anfang werden wir mit Sicherheit sehr viele Sachen noch einkaufen müssen. Und da ist es natürlich gut, wenn man kurze Wege hat, wie halt eben zum Beispiel Stroh oder Hühnerfutter oder so ähnliches. So, ihr wollt hier alle abbiegen? Ja, das war ja klar. Okay. Links ist frei, rechts ist frei und wir fahren los. So, ja, ihr seht es ein bisschen. Ja, die Spiegel hier auf diesem Johnny, die flackern. Naja, gut, sei es drum. So, da werden wir hier mal beim Kollegen übers Feld fahren. Auch eine interessante Geschichte hier. Ich weiß jetzt, ist das Wasser? Ich glaube, das soll Wasser sein, oder? Oder ist das? Nö, Dreck. Okay. Aber das muss uns nicht weiter interessieren, denn es ist ja nicht unser Feld. So, der Zetor arbeitet. Und wir bringen unseren Ladewagen an den Start. Gut. Ja, und wenn wir das Feld abgearbeitet haben, dann werden wir uns den Pflug schnappen und dann mal beginnen, dieses Feld zu pflügen, um unsere Erträge hier ein bisschen zu erhöhen. Und dann werden wir auch zum Händler gehen und schauen, dass wir einen Düngestreuer und einen Kalkstreuer besorgen. Am besten so ein Kombigerät, weil wie gesagt, wir müssen ja am Anfang ein bisschen hier aufs Geld achten und müssen uns schon schauen, daran orientieren, dass die Maschinen, dass die Maschinen effizient sind. So, und da wir dann auch das Material dazu brauchen, wie zum Beispiel Dünger oder Saatgut oder Kalk, es ist ganz gut, wenn wir keine so langen Wege zum Händler bzw. zu den Einkaufsstationen haben. So. Gut. Ja, jetzt muss ein kleines bisschen warten. 66%. Können wir noch eine Runde drehen und noch ein bisschen Heu einsammeln. So. Okay, dann machen wir die Bahn hier noch voll und dann geht's zurück zum Hof. Ja, die Map ist nicht ganz so einfach zu bespielen. Da muss man schon ein bisschen darauf achten, dass man Fahrzeuge hat, die auch über die nötigen Pferdestärken verfügen. Denn ihr seht es ja, wir sind hier in der Senke mit unseren Grasfeldern. Und hier geht es den Berg hoch. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, mit welcher Maschine, mit welchem Traktor, mit welcher Zugmaschine man hier dann doch arbeitet. Das habe ich dann gemerkt, als ich ja umgezogen bin. Ja, war nicht alles ganz so einfach, aber es geht. Muss man sich halt einfach nur ein bisschen drauf einstellen. So. Ich denke, das Ganze packen wir jetzt erstmal in unser Silo, weil die Kühe haben ja genügend. Und dann haben wir hier die entsprechenden Reserven. So.
Und, jep, abladen. Sehr schön. So, der eine oder andere fragt sich sicherlich, wo ist denn unser kleiner Zetor? Da steht er. So, 25 PS, aber es macht richtig Spaß, mit dem rumzufahren. Also deswegen habe ich es auch nicht übers Herz gebracht, den jetzt schon abzustoßen. Nee, 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 den werden wir auf jeden Fall hier behalten. Und so für die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier ein bisschen den Anhänger hier durch die Gegend zu fahren, um die Tiere zu füttern zum Beispiel, ist auf jeden Fall gut. Und es macht ja auch richtig Spaß. So, 25 PS zu 180. Naja, macht schon einen Unterschied. Und hier hat man eine ganz, ganz tolle Weitsicht. Schon nicht schlecht. Gefällt mir sehr, sehr gut. So. Und dann gehen wir noch den Rest einsammeln. Denke, dass unser Traktor unten auf dem Feld mit Sicherheit schon fast fertig sein wird. So, dann wollen wir hier das Stoppschild nicht überfahren. Links ist frei, rechts ist frei und Gas. Und hinter uns sind auch schon einige Autos. Okay. So. Na, doch, er scheint noch zu arbeiten. Er scheint noch eine Bahn zu fahren. Gut. Da müssen wir mal schauen, weil wir haben ja nur diesen ganz, ganz kleinen Pflug, den man ja aus dem Ellerbach kennt. Ne, Erlengrad, so ist es richtig, aus der Erlengrad-Map. Diesen 2,50 Meter oder 2,20 Meter. Ups, ja, da haben wir jetzt nicht runtergelassen, aber wir schauen mal ganz kurz. So, hier, Pflug. Ich glaube, 3 Schare hat er. 85 PS, 1,20 Meter ist er nicht zu fassen. Okay, naja, dann müssen wir mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen. So, jetzt angeworfen, jetzt sammelt er wieder. Da brauchen wir ja ewig, um zum Beispiel dann das Sojabohnenfeld zu pflügen. So, macht er jetzt hier noch eine Bahn oder ist er jetzt fertig? Ja, ja, jetzt ist er fertig. Dann machen wir hier nochmal, da liegt nämlich noch ein bisschen was rum, was eigentlich bearbeitet werden müsste. So, das machen wir dann wieder mal fix von Hand. Yep. Okay. Yep. Gut, das müsste so passen. Ja, dann klappen wir das Ganze ein. Sehr schön. Ja, ist eine Maschine, ich glaube 4,40 Meter Arbeitsbreite. Ja, also das ist dann schon... Naja, da braucht man ein bisschen Zeit, ne? So, ich glaube, das passt hier soweit. Das können wir dann einsammeln gehen. Dann werden wir den hier jetzt erstmal zur Seite stellen und hier am Feldrand parken. So. Und dann werden wir erstmal das restliche Heu mit dem Johnny einsammeln. So, da liegt auch noch was.
Yep, läuft. Noch zwei Bahnen. Und dann haben wir einen halbvollen Ladewagen. Und auf jeden Fall erstmal genügend Material für unsere Kühe. Ein bisschen Gras haben wir stehen lassen, aber soll uns soweit nicht weiter berühren. Okay, das müsste es gewesen sein. Wir fahren zurück zum Hof und dann werden wir mal schauen, wie das mit dem Pflügen aussieht. Ich weiß nicht, ich glaube, der Johnny ist einfach ein bisschen doch zu groß für diesen Pflug. Wir werden es dann im Zetor versuchen und mal schauen, ob der das hinbekommt. Okay. So, frei und dann hier wieder hoch. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie viel wir hier aus diesem Sojafeld herausbekommen. Ob sich das rentiert. Wir spielen ja, wie gesagt, auf schwer. Das heißt dann eben auch, dass die Preise für das ganze Material sehr, sehr niedrig sind. Da wird also nicht allzu viel bei rumkommen. Schauen wir mal, werden wir hier abladen. So, schauen wir mal, was hätten wir denn dann für einen Preis für Soja? 799, okay. Okay. 12,37 wäre das Maximum. Jetzt muss ich noch mal schauen. Das kommt mir doch ein bisschen viel vor. Oder täusche ich mich da? Ja, okay. Hier also Getreide maximal 407. Weizen, Gerste 378. Also ich glaube, da sieht man dann jetzt schon, dass die Preise nicht so üppig sind. Und Schwierigkeitsgrad Wirtschaft haben wir eben auf schwer. Naja, gut. Wir werden schauen, wie weit wir kommen. Den hier werden wir gleich dann mal zur Seite bringen, aber jetzt schauen wir mal und dann sehen wir weiter, ob hier zum Ende der Folge unser kleiner Zetor den Pflug ziehen kann, damit wir wenigstens da mal schon anfangen können, das Feld zu pflügen, denn für das Einsehen brauchen wir auf jeden Fall dann den John Deere, denn ich glaube, dass die Saatmaschine hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und da brauchen wir auf jeden Fall 125 PS, auf jeden Fall, klar. So, ups, so, die werden alle links abbiegen. So. Ja, er kämpft sich hier hoch. So, in den Hof rein und dann haben wir ja hier unsere drei Plätze für die wichtigsten Graslandmaschinen. Auch alle schön in Rot gehalten. Passt doch ganz gut zusammen. So, okay. So, wo haben wir den Pflug? Da drüben. Jetzt ist natürlich die Frage, 300 Kilo haben wir als Gewicht, glaube ich, vorne. Ob uns das reicht? Wir werden sehen. Gut. So. Na, wir haben noch ein bisschen Anpressdruck auf der Achse. Kommen wir hier rum. So, links ist frei, rechts ist frei und ab die Luzi.
Ja, und nichtsdestoweniger ist es ganz gut, dass wir die Nähe hier zu unserem Fahrzeughändler haben, denn wenn wir die Maschinen reparieren müssen, jetzt direkt noch eine Werkstatt auf dem Hof, auch das ist erstmal Geld gespart am Anfang. Und so haben wir es da eben nicht weit, auch wenn wir Maschinen eintauschen müssen. Hat doch irgendwas Gutes auch, wenn man hier diese Nähe hat. Okay, so, dann sind wir jetzt hier am Feld und dann bin ich mal gespannt, ob er das hinkriegt oder nicht. Naja, er scheint ja vorwärts zu kommen, weil 12 km/h, das müsste eigentlich auch für diesen Pflug die Arbeitsgeschwindigkeit sein. 12 km/h, ja, also das scheint zu funktionieren. So, hier müssen wir allerdings wieder unterstützen. Oje, oje, oje. Hilft nichts, da brauchen wir ein Vorgewende. Ja, ich glaube, so rum ist doch besser. So. Ja, okay, auf der anderen Seite müssen wir mal schauen, ob er überhaupt den Berg hochkommt, weil ich glaube, das geht immer ein bisschen bergrunter hier natürlich zum Bach. So. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Arbeit für den Helfer, weil, wie gesagt, 1,20 Meter, 1,40 Meter Arbeitsbreite, also schwierig, schwierig, schwierig. Da ist man ja den ganzen Tag beschäftigt. Aber wir werden noch ein weiteres Vorgewende fahren. Und dann schauen wir mal, wie er sich schlägt, wenn er den Berg hochfahren muss. Sehr schön. Ja, das geht ja ganz, ganz gut. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass alle Maschinen, die rot sind, passen ganz gut hier an den Zetor. So, dann schicken wir den jetzt mal hier hoch. Ja, da geht es ein kleines bisschen hoch. Oh ja, da kämpft er. Gut, ich werde das Feld jetzt hier noch weiter pflügen, dann wird es gekalkt, dann wird es eingesät und dann wollen wir hier schauen, dass wir hier den Ertrag auf diesem Grasfeld steigern können. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Ich bin der Baden-Farmer, sage Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier auf der Map. Willkommen in Osada. Bis dann, ich sage Tschüss.